Unser Glücksfee ist heute die Nadine Brandl. Hallo. Ich würde sagen, die bekannteste österreichische Synchronschwimmerin. Ja, ich glaube, das kommt hin. Das kommt hin. Je nachdem, welche man kennt. Aber. Und die nächsten Ereignisse sportlich gesehen jetzt, also abgesehen von unserem tollen Gewinnspielziehung heute, also die nächsten sportlichen Ereignisse, was steht noch so an? Ja, wir haben heuer noch unsere Hallenmeisterschaften, die österreichischen, die finden in Linz statt, Ende November. Und dann geht's erst nächstes Jahr im Februar weiter mit den Spanish Open, German Open. Und wir arbeiten halt auf die Weltmeisterschaft hin, die ist heuer in Barcelona. Mhm. Sicher ein sehr schöner Ort. Mhm. Und ja, darauf trainieren wir halt hin. Und jetzt nach einem Großereignis wie die Olympischen Spiele in London, wie verändert sich die Zeit jetzt danach? Weil ihr habt sicher sehr viel Trainingsanstrengungen hinter euch. Habt ihr da Pause gemacht oder wie tut's ihr weiter? Ja, wir haben nach Olympia, also das war der Saisonhöhepunkt, und danach haben wir gute 3 Wochen frei bekommen. Und natürlich, also vor den Spielen trainiert man halt sehr intensiv, weil man will natürlich seine beste Leistung bringen bei so einem großen Ereignis. Das heißt, das Training ist jetzt auch nicht ganz so umfangreich und ein bisschen lockerer, aber ich glaube, das braucht man halt auch im Kopf. Und wenn du sagst, du hattest 3 Wochen frei, wie hast du die genutzt? Ja, halt irgendwie auch sportlich. ich war mit Freunden in Portugal, also auch am Meer, auch im Wasser. Und ja, wir waren dort ein bisschen surfen. Also geht bei der Nadine Brandl ohne Wasser gar nichts? Ja. Naja, auch wenn ich nicht trainiere, gehe ich schon halt auch duschen und so weiter. Also die Sporthilfe war ja so nett und hat dich quasi vorgeschlagen, hierher für uns die Gewinnermittlung zu machen, die Glücksfee zu spielen. Was bedeutet die Sporthilfe für dich? Also ich kann schon sagen, die Sporthilfe war, ich glaube, so ziemlich mein erster Unterstützer. Und damals, wie das halt noch in jungen Jahren angefangen hat, die ersten Jugend-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da hat es eigentlich mit der Unterstützung von der Sporthilfe schon begonnen. Und natürlich, die Erfolge brauchen die Basis von jungen Jahren. Und wenn man da das Talent erkennt und dann auch fördert, ist es halt besonders wichtig, um darauf aufzubauen und größere Erfolge erzielen zu können. Und erst dann werden halt die meisten auf einen aufmerksam natürlich. Aber das... Ja, die Sporthilfe war wie gesagt von Anfang an dabei und das weiß ich halt auch sehr zu schätzen. Also kann man sagen, ohne die Unterstützung der Sporthilfe wäre es schwierig, so gute Sportler zu entwickeln, wie es in Österreich der Fall ist. Sie leisten auf jeden Fall einen großen Beitrag. Gut, dann möchte ich nochmal Danke sagen und ja, alles Gute für die nächsten Ereignisse. Danke. Tschüss. Herzlich. Tschüss.